Hi, heute wollen wir über die zwei, drei Viertelarten reden, wie ich meinen Code auf den Microcontroller kriege. Also das Microcontroller MyC, so kürze ich das immer ab. Dies kein Programmierkurs, sondern angenommen, ihr habt schon irgendwie euer Blink und das wollt ihr jetzt da drauf bekommen. So, wie bekommt ihr den Code hier drauf? Hier gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Das eine ist außerhalb der Schaltung. Außerhalb der Schaltung ist eigentlich die ursprüngliche Art, wie man Microcontroller programmiert, wie hier diesen AT89C251. Mit dem hat bei mir alles angefangen. Und ich zeige euch mal, das hier ist mein, kann man das sehen? Das hier ist mein erster Programmer. Und hier steckt in dem Programmer auch noch ein Microcontroller drin. Das sind die 51 kompatiblen zu Intel. Ich habe das hier in so ein altes, ich weiß nicht, was das war, DAT-Gehäuse oder so eingebaut, weil ich wollte gleichzeitig auch ja, das Ganze testen können. Also hier habe ich ein LC-Display, hier habe ich Schnittstellen. Um den zu programmieren, brauche ich zwei verschiedene Spannungen. Einmal hier 5 Volt und 12 Volt, was das Ganze vom Schaltungsaufwand sehr kompliziert macht. Und dann brauche ich noch einen parallelen Port hierzu. Ich weiß gar nicht, wer den noch kennt oder den noch hat. Ja, hier sind auch die Spinnweben noch drin, alles noch original. Glaube, der funktioniert auch noch, aber ich habe ihn, glaube ich, schon 10 Jahre nicht mehr benutzt. Hier ist die Testschaltung. So, da kann ich halt solche Chips extern programmieren. Das hat heute tatsächlich nur noch da Bedeutung, wo ich wirklich in Großserien arbeite und die Chips entweder programmiere, bevor sie in die Schaltung kommen, oder sie direkt vom Hersteller programmieren lasse, bevor ich sie dann zum Zulieferer einlöten lasse. Da gibt es die große Region des ISP, das ist Programmierung innerhalb der Schaltung, In-System Programming. Das kann ich hier mit modernen Mikrocontrollern ganz gut machen. Die Microcontroller müssen dazu die Möglichkeit haben, sich selber flashen zu können. Das heißt, ich versetze sie in Programmiermodus und dann können die ihren eigenen Speicher überschreiben. Self-Programmable ist da das Stichwort. Jetzt habe ich hier noch eine große Auswahl liegen. Da gibt es jetzt auch noch mehrere Arten, wie ich den Code da drauf bekomme. Zum einen, und das ist eher klassisch, über die serielle Schnittstelle. Also RS232. Also hier, dieser hat hier zum Beispiel die serielle Schnittstelle. Brauche ich einen Programmieradapter in der Form, dass ich hier einen FTDI-Chip habe oder sowas hier. Also den müsste ich hier mit dem Steckbrett irgendwie mit dem verbinden. Den hier kann ich einfach hier hinten reinstecken. Ich glaube, die beiden sind jetzt nicht kompatibel. Da müsst ihr aufpassen, dass die Pinne das richtige Layout haben. Eine Abwandlung von dem seriellen Port ist über USB, was nichts anderes als der serielle Port ist. Hier zum Beispiel die beiden kann ich über einen USB-Port programmieren. Der hier sieht man das, hat genau den Chip hier auch drauf. Und zwar ist das ein Controller, der USB nach RS232 macht und dann die beiden seriellen Portpinne bedient. Dieser hier ist ein bisschen speziell. Das ist ein Pro Micro. Eigentlich war das lange Zeit mein Lieblingscontroller, weil der hat einen eingebauten USB-Port. Ich sag, war lange Zeit mein Lieblingscontroller, weil er auch so seine Macken hat. Also damit habe ich immer sehr viel Pech. Es ist eine sehr instabile Lösung direkt über USB.
Und dann gibt es noch eine dritte Art und das ist mit einem ISP-Programmer. Das ist dann sowas hier. Das ist der von Atmel, der legendäre AVR ISP Mark II. Der hat hier dann diese 6 Pinne. Und hier sieht man das auch. Hier wäre zum Beispiel so ein Programmierport. Oder hier habe ich einen Microcontroller, den ich auf meinem eigenen Entwicklungsboard eingelötet habe. Das hier ist mittlerweile mein Lieblingscontroller, weil er ist relativ klein, hat 100 Pinne, ist nicht ganz leicht zu löten, aber ich habe auch schon mal gezeigt, dass es nicht unmöglich ist, den mit einem ganz normalen Lötkolben einzulöten. Es ist ein bisschen Übung, ihr müsst da irgendwie planen, dass ihr 1-2 versemmelt, aber dann klappt's. Also wirklich nur 1-2. Sei denn, ihr seid wirklich total unbegabt im Löten. So, und hier habe ich, ich nehme mal das kleine OLED-Display ab. Hier habe ich das Gegenstück zu dem Programmieradapter. Das heißt, den stecke ich hier rein. Stecke ich das in den Computer. Kann das Ganze programmieren. So, und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit. Over the air heißt das. Das kann ich machen, wenn mein Chip wie dieser hier einen WLAN-Adapter hat oder was auch immer ich over the air da mache. Ob das jetzt, ja, weiß nicht, ob LoRa oder so da die richtige Technologie ist. Aber damit kann ich den Chip übers WLAN programmieren. Da gibt es eigentlich zwei Unterarten. Das eine ist, dass ich hier eine kleine Webseite drauf schaufel, die dann erreichbar ist. Das heißt, ich muss die IP-Adresse von diesem Microcontroller hier kennen. Dann gehe ich da drauf und ja, meine BIN-Datei kann ich dann da hochladen. Webpage. Das zweite ist, dass ich einen Firmware-Server habe. Kann man das lesen? Ich kann das noch lesen, dann müsst ihr es auch lesen können. Und ich gebe dann diesem Microcontroller das Kommando. Hier auf meinem Firmware-Server ist eine neue Firmware. Lade die mal runter. Das heißt, ich brauche hier nicht diese Webpage. Der hat ja nicht umsonst eine Netzwerkschnittstelle. Das heißt, der liefert hin und wieder mal irgendwo Daten ab oder wartet auf Steuerungsbefehle. Und entweder habe ich dann einen Steuerungsbefehl, um ihm zu sagen, dass er ein Firmware-Update machen soll. Oder ich gebe ihm das als Response-Code zurück. Das heißt, er liefert seine Temperatur ab und als Rückgabewert liefere ich, okay, habe ich empfangen, übrigens, das ist eine neue Firmware. Die Möglichkeit hier mit dem Update-Server, also wo ich die Firmware auf dem Server liegen habe und dort eine Webpage bereitstelle, ist natürlich viel skalierbarer, als wenn ich hier eine Webpage auf jedem Microcontroller habe und den dann einfach anpingen muss. Das heißt, wenn ich in einem großen Gebäude hier irgendwie in jedem Heizungsventil solche Firmware updaten muss, dann ist das natürlich diese bessere Lösung. Hier ist auch das Problem, dass ich zum Beispiel einfach bei zwei Controllern, die ich hier verbaut habe, zum Beispiel in meiner Solaranlage, in der Batteriesteuerung, dass ich die ja irgendwie auseinanderhalten muss. Ich sagen muss, oh, du bist Batterie A, du bist Batterie B und du kriegst jetzt die Firmware für Batterie A und du die Firmware für Batterie B. Weil die unterscheiden sich bei mir schon. Das sind Config-Dateien, die genau die Widerstandsketten dann richtig machen. So, noch ein paar Worte zu den Details von der Programmierung. Grundsätzlich haben die ein Datenblatt. Das heißt, in dem Datenblatt ist auch genau spezifiziert, wie man die Programmierung macht. Zum Beispiel beim ATmega 328P könnt ihr euch dann genau anschauen, wie man das macht. Oder hier bei diesem ATmega 2560 gibt es auch ein Datenblatt, wo genau drin steht, wie die Programmierung funktioniert. Im Detail muss man sich da gar nicht so mit beschäftigen, weil wenn man zum Beispiel hier so einen fertigen Programmieradapter nimmt, den schließt man einfach mit USB an seinen
Laptop an und startet die Arduino IDE, stellt ein, dass ich den AVL ISP Mark II habe und dann geht der Rest alleine. Vorausgesetzt, ich habe hier die Pins richtig verbunden. Die Programmierung von diesen Mikrocontrollern, die kann man relativ häufig machen. Also da sind kaum Grenzen gesetzt. Auch da müsst ihr in das Datenblatt schauen, was da tatsächlich die physikalischen Wiederbeschreibbarkeiten des Programmierspeichers sind. Für diese beiden Programmierarten hier braucht ihr einen Bootloader. Das ist eine Firmware, die auf dem Mikrocontroller aufgespielt wird. Sozusagen auf dem Programm, auf dem seriellen oder USB-Schnittstelle horcht, soll ich jetzt was programmieren oder nicht? Und dann startet sie das Programmieren. Wenn ihr das mit eurem Arduino macht, dann kriegt er sozusagen ein Reset. Der Bootloader startet, der kriegt dann das Kommando und fängt an zu programmieren. Diese Bootloader sind normalerweise mitgeliefert, aber die könnt ihr euch auch selber noch drauf tun. Dann ist es ein bisschen komplizierter, dann braucht ihr tatsächlich hier einen Programmer. Wenn die Bootloader mal kaputt gegangen sind oder ihr die Bootloader updaten müsst, auch das geht. Es gibt hier noch eine Besonderheit. Bei den meisten Mikrocontrollern habe ich die Möglichkeit, sehr häufig das Ganze zu programmieren. Es sei denn, ich setze dann mal irgendwann ein Bit im Mikrocontroller, das besagt, ich darf nicht mehr überschrieben werden. Das macht man dann, um wirklich seine Schaltung zu schützen. Dann kann man auch dann ein Bit setzen, dass man das Programm nicht auslesen kann. Es gibt allerdings auch super preiswerte Mikrocontroller. Ich suche euch hier mal einen raus. Die kann man exakt einmal beschreiben. Das ist natürlich wirklich, wenn ich eine Schaltung habe und den Mikrocontroller nicht mehrfach beschreiben muss. Das macht das Ganze natürlich super preiswert. Das Programmieren mache ich natürlich hier, sowohl hier wie auch hier, mit einer Programmiersoftware. Software soll das heißen, SW. Ich hoffe, ihr könnt das alle lesen. Bei den gängigen Mikrocontrollern, die wir hier so im Hobbybereich benutzen, ist das meistens AVR-Dude basiert, wenn es sich um AVR-Mikrocontroller handelt. Das ist ein kleines Helferlein, das gibt es unter allen Betriebssystemen. Das ist eigentlich ein Kommandozeilentool. Eure IDEs können dann diesen AVR-Dude aufrufen. Da braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern. In der IDE stellt ihr dann also Integrated Development Environment. Sowas wie die Arduino IDE oder Visual Studio Code. Da stellt ihr dann ein, was ihr für einen Mikrocontroller habt. Und dann drückt ihr nur noch Play und der spielt dann die Software auf. Damit der aber erstmal die Software aufspielen kann, müsst ihr die auch kompilieren. Da ist zum Beispiel hier für die AVR-Mikrocontroller der AVR-GCC, der dann euch die Datei erzeugt, die ihr dann programmieren könnt. Also hier und hier kommt dann sozusagen der C oder C++-Code rein. Dieser AVR-GCC ist ein Cross-Compiler. Das heißt, es ist ein Compiler, der auf dem Betriebssystem für ein anderes Betriebssystem programmiert. Das heißt, er muss natürlich jetzt wissen, wie euer Chip hier den Binärcode versteht. Und das ist natürlich nicht so, wie zum Beispiel jetzt euer PC oder Mac oder was auch immer ihr da habt, den Code versteht. Hier kommt eine Hex- oder Bin-Datei raus, die ihr dann überspielen könnt. Beim Programmieren müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also da, wo es drauf ankommt, wenn ihr zum Beispiel Blink aufspielt und das Ding blinkt nicht im 1-Sekunden-Rhythmus, kann es auch sein, dass ihr hier beim Kompilieren falsch eingestellt habt, was ihr für eine Frequenz auf dem Mikrocontroller habt. Also immer dann, wenn ihr sagt, ich habe hier, weiß ich nicht, so ein Pro-Mikro, dann machen die das alle richtig. Aber wenn ihr euch selber eine Schaltung zusammengelötet habt und hier ein
eigenen Quarz eingelötet habt, dann müsst ihr dem AVR GCC genau sagen, mit wie viel Megahertz eure Schaltung läuft und wie die getriggert ist und so weiter. Hier noch ein paar Worte zu diesem ISP-Programmer. Also der hier. Der arbeitet ja mit so einem Wannenstecker. Und der hat ja hier eine Nase, sodass man den nicht verpolen kann. Sieht, wenn man von oben guckt, so aus. Dann hat der hier 6 Pinne. Sieht man hier. Es gibt den auch mit mehr, aber man braucht nur 6. Und die müssen verbunden werden an den Microcontroller. MISO hier oben, hier VCC, hier, also hier SCK, hier RST, hier MOSI und hier Ground. So, und die müsst ihr einfach an die entsprechenden Pinne von eurem Microcontroller routen, in zum Beispiel KiCad, oder ihr könnt auch könnt ihr die natürlich hier mit entsprechenden Pinnen verbinden. Ich zeige euch hier mal in der Arduino IDE, dass ich hier einfach mal einen Blink aufspiele. Das ist relativ einfach. Also Arduino IDE laden. Hier bei den Examples gibt es Basics, da gibt es Blink. Ich würde euch raten, da immer mit dem Blink zu beginnen. Wenn das klappt, klappt auch alles andere. Ihr solltet auch bei euren eigenen Schaltungen immer ein LED aufbauen, sodass ihr da so ein bisschen Response habt und sehen könnt, wenn eure Schaltung irgendwie aktiv ist oder nicht aktiv ist. Oder auch irgendwelche Fehlercodes ausgeben könnt. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, irgendwie SOS oder so. Bei Tools muss ich das richtige Board einstellen. Klicke ich das Häkchen zum Kompilieren. Dann sage ich Senden. Hat er geschrieben, verifiziert, hier, Reading nochmal, jetzt blinkt er hier im 1-Sekunden-Rhythmus. Also da müsst ihr euch gar nicht die großen Gedanken machen, solange ihr Boards habt, die von der IDE supportet werden, ist das alles ganz einfach. Ihr müsst dann die entsprechenden Boards eventuell nachladen. Schaut auf jeden Fall mal mein Video über, was sind Microcontroller. Ich blende euch das hier oben ein. Ich hoffe, gerade Anfänger konnten mit dem Video ein bisschen was aufschnappen. Ich tue euch noch ein paar Links in die Beschreibung, wo ihr weiterlesen könnt. Macht's gut, wünsche euch was. Tschüss.